kommt Gladbach endlich aus der Ergebniskrise. Zu Gast ist Werder Bremen, ungeschlagen in der Rückrunde. In Leverkusen treffen Europa- und Champions-League-Ansprüche aufeinander. Für Frankfurt geht es aus dem Herzen von Europa mitten in den Ruhrpott zum FC Schalke 04. Nach dem hauchzarten Sieg in Hannover möchten die Königsblauen gerne den nächsten Dreier einfahren. Der FCA empfängt am Sonntagnachmittag zuletzt wieder effektive Sinsheimer. Und die Frage, schafft Hannover im Niedersachsen-Duell doch noch den Griff nach dem letzten Strohhalm? Der Abstiegsgipfel steigt in Stuttgart. Dort kommt der Club mit breiter Brust in die Mercedes-Benz-Arena. Und natürlich das absolute Spitzenspiel am Samstagabend. Als Tabellenführer reist der BVB nach München. Nach dem erneuten Last-Minute-Sieg gegen Wolfsburg scheint auch mit Marco Reus ein Spiel auf absoluter Augenhöhe in der Allianz-Arena zu steigen. Wer hat im Kampf um die Meisterschaft die Nase vorn? Das alles in der Prognose des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist eine besondere Prognose, weil das absolute Topspiel dabei ist. Bayern gegen Dortmund, das wird vermutlich die ein oder andere Person polarisieren. Ich hoffe trotzdem, dass die Kommentarspalte fair bleibt und ihr bedenkt, dass es nur eine Prognose ist. Tippt auf jeden Fall gerne mit in den Kommentaren und sagt mir, wer glaubt ihr gewinnt, Bayern oder Dortmund? Ihr könnt auch oben in der Infokarte abstimmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen und bleibt bitte in den Kommentaren sportlich fair. Los geht's. Der Sportclub Freiburg hatte es schon wieder getan und schon wieder dem FC Bayern München keinen Dreier angeboten. Es war ein 1:1 am Ende gegen den bis dahin noch Tabellenführer. Sie stürzen sie mehr oder weniger vom Thron. Hier gegen Mainz hatten sie die schwächere Anfangsphase, weil die Elf von Sandro Schwarz von Beginn an nach vorne Druck machte. Das mussten sie auch nach dem 1:3. In Bremen. Nun beruhigte sich die Partie etwas und Freiburg kam auch mal nach vorne zur Geltung. Abraschi und Stenzel im Zusammenspiel machen die ganz gut und die Mainzer gehen einfach nicht ran. Und Amir Abraschi testet dann Müller in der 23. Spielminute. Die beste Möglichkeit in der Partie bis dato. Gut gespielt an diesem Freitagabend. Sonst war nicht so viel los. Vor der Pause dann aber nochmal die Mainzer. Die Flanke kann erstmal geklärt werden. Trotzdem bleibt es heiß, weil der erste FSV nicht aufsteckt. Flanke von Brusinski wieder abgewehrt, aber zurück von Schlotterbeck in den Rückraum geklärt. Und das ist tödlich. Jean-Paul Boetius macht das 1:0 für den ersten FSV. Super Direktabnahme, da nichts mehr zu parieren für Schwolo. Aber Schlotterbeck weiß jetzt auch, den darf er so nicht klären, aber er ist ein junger Spieler, dem noch die ein oder andere Erfahrung fehlt. Jetzt hat er sie gemacht und das wird ihm so häufig nicht mehr passieren in seiner Karriere. Zweiter Durchgang, der SC Freiburg spielte nun besser nach vorne. Gute Flanke, Abraschi kommt auch mit dem Kopf ran, aber wird dann noch ausreichend gestört, sodass es nicht wirklich gefährlich wurde in dieser Situation. Glück für Müller, wenn der aufs Tor kommt, dann wird's ganz brenzlig. Halbe Stunde vor dem Ende. Freiburg drückte nun mehr. Abraschi geht in den Strafraum und dann wird er gelegt von Danny Latzer. Sah erst etwas komisch aus. In der Wiederholung sieht man, der Tritt ist da gegen den Knöchel. Und die Chance für Grifo zum Ausgleich. Vincenzo Grifo tritt an und macht das Ding rein. Hämmert ihn ohne Gnade ins linke Eck. 62. Spielminute. Gut für ihn, dass er drin war. Der war zwar hart geschossen, aber alles andere als platziert. Beim Elfmeter ist es aber egal. Wer trifft, hat recht. Nun wurde Mainz aber nochmal wach. Wollt ihr gerne zu Hause den Dreier zum Auftakt in den 28. Spieltag einfahren? Danny Latzer in der 73. Spielminute köpft das Ding aber vorbei nach dieser guten Flanke von der linken Außenbahn. Schlussphase. Freiburg gab sich mit dem Punkt zufrieden. Die Gastgeber aber nicht. Aaron Martin mit der Flanke. Schwolo klärt ihn wieder in den Rückraum. Brusinski versucht es dann, aber er kann es nicht ganz so gut in der Szene wie Boetius. War auch etwas schwieriger. So ging es dann am Ende mit 1:1 zu Ende. Freiburg wird damit zufrieden sein und Mainz hätte sehr gerne den Dreier zu Hause eingefahren.
Der FC Schalke 04 konnte enorm wichtige 3 Punkte gegen Hannover 96 einfahren. Am Ende war der Sieg etwas glücklich, aber das ist Huub Stevens erstmal egal gewesen. Gegen die Eintracht aus Frankfurt zu Hause jetzt in der Felddienstarena steht eine nächste extrem schwierige Aufgabe an. Der erste Durchgang war fast ereignisfreie Zone. Aber dann mal die Frankfurter über einen Konter. Danny da Costa mit der Flanke. Aber Sebastian Rudi arbeitet gut mit nach hinten. Und bis dahin ging dann der Plan von Huub Stevens auch weitestgehend auf. Hinten die Null halten und fast nicht zulassen. Aber der anschließende Eckstoß sorgte dann auch mal für Gefahr. Die Offensivzeichen von Schalke waren extrem beschränkt. Dann Sebastian Haller hier. Der es versucht, Kutucu klärt es erstmal, aber die Szene blieb heiß. Sebastian Haller gegen Nastasic, der erstmal abfälscht, dann nochmal Ante Rebic und das ist dann etwas sinnbildlich. Dribbelt mit dem Ball über die Torauslinie hinweg. Gefährlich wurde es auch hier nicht. 0:0 zur Pause, die Frankfurter konnten ihre Büffelherde noch nicht so richtig freien Lauf lassen, weil Schalke das in der Defensive sehr gut wegverteidigte. Nun mal ein Fehler im Spiel nach vorne und die Chance für Schalke. Stark und schnell nach vorne gespielt. Suat Serdar in der 54. Spielminute. Siegtorschütze gegen die Niedersachsen letzten Sonntag. Scheitert hier an Kevin Trapp. Wichtige Parade. Macht er richtig stark. Aber im zweiten Durchgang die Königsblauen wie ausgewechselt. Die nächste Möglichkeit, Sebastian Rudi und Kevin Trapp. Was war da los mit den Frankfurtern? Sind die Gedanken schon beim Europapokalspiel gegen Benfica Lissabon am kommenden Donnerstag? Eigentlich nicht. Kevin Trapp auf jeden Fall war richtig aufmerksam. 65. Minute, nun auch mal wieder Frankfurt. Fernandes, Rebic, gut gespielt. Aber Sebastian Haller scheitert an Nübel. Und nun der anschließende Konter. Embolo Mascarell bringt den Ball einfach mal nach rechts und der kommt auch an bei Kutucu. Das ist Suat Serdar gegen Makoto Hasebe. Setzt er sich durch. Wahnsinn, der Junge hat einen kleinen Lauf zumindest schon mal. Denn wenn man vielleicht gegen einen der aktuell besten Innenverteidiger der Bundesliga sich so behaupten kann, dann hat man Selbstvertrauen sicherlich getankt. Viertelstunde noch auf der Uhr, Frankfurt rannte jetzt an, aber die Zeit wurde knapper. Aber Sebastian Haller fast mit dem Ausgleich. Wieder Nübel, der auch gegen Hannover so etwas wie der Matchwinner war für den FC Schalke. Schlussphase, volles Risiko bei Frankfurt und das nutzen die Schalker jetzt aus zum Kontern. Mascarell und Marc Uth unten links rein. Das Ende in dieser Partie. 93. Spielminute. Schalke gewinnt zum zweiten Mal in Folge. Und zum zweiten Mal in Folge steht auch die Null. Fantastisch für Huub Stevens. Und für Schalke ist damit weiter Luft im Abstiegskampf geschaffen. Frankfurt dagegen muss gucken, was Gladbach am Sonntagabend macht. Für Leverkusen war es ein gebrauchter Abend gegen Hoffenheim. 4 Gegentore, 2 Verletzte, alleine schon in der ersten Halbzeit. Extrem schmerzhaft für die Elf von Peter Bosz. Gegen Leipzig sollte es jetzt nicht einfacher werden, weil die Rangnick-Mernen hier richtig gut von Anfang an nach vorne spielten. Haidara, der gegen Hertha das erste Mal in der Bundesliga erfolgreich sein konnte, hier mit dem ersten Abschluss. Und das war von Leipzig wirklich eine Demonstration gegen die Berliner. Nun aber auch Leverkusen ist ja hier das Spiel der zwei offensiv starken Teams mit viel Qualität nach vorne. Schalzer-Rangis, 15. Spielminute, mit dem Kopf ist er da. Setzt sich davon Adams gut ab, trifft dann aber nur das Außennetz. Gulaschi muss nicht eingreifen. Nun nochmal die Leverkusener vorm Seitenwechsel. Julian Brandt über die rechte Seite hat da viel Platz und dann muss es Bailey machen. Am zweiten Pfosten kommt er doch recht frei zum Kopfstoß. Vielleicht ist der Winkel etwas spitz, aber trotzdem, den muss er zumindest aufs Tor bringen. Und dann steht es hier zur Pause vermutlich 1:0 und nicht hier torlos. Dementsprechend 0:0. Aber die zweiten 45 Minuten gingen dann für Leverkusen wieder besser los. Sie möchten den Dreier einfahren, um am Ende zumindest in der Euroleague spielen zu können. Und die Konkurrenz ist in dieser Saison größer denn je. Julian Brandts Schuss wird hier aber erstmal noch abgefälscht.
60 Minuten knapp von der Uhr. Leverkusen war jetzt näher dran am Führungstreffer. Kai Havertz wird nicht angegriffen. Das sollte man bei ihm bestenfalls tun, aber trotzdem kommt der Abschluss zustande. Erst wird Havertz geblockt von Orban, dann Bailey, der drauf schießt, und dann ist es das Knie von Willi Orban. Sollte es hier 0:0 geben beim Spiel der offensivstarken Mannschaften aus Leipzig und Leverkusen. Leipzig kam jetzt nochmal und Kevin Campbell auf einmal völlig frei durch, und ausgerechnet Ex-Leverkusener Kevin Campbell macht das 1:0. Den Lucky Punch in der letzten Spielminute. Leipzig machte das richtig clever. Im Stile einer Spitzenmannschaft erkämpfen sie sich hier die 3 Punkte im Topspiel. Leverkusen verliert und damit wird der 6. Platz noch schwieriger am Ende zu erreichen sein. Der VfB Stuttgart konnte sich gegen Frankfurt 45 Minuten lang sehr gut behaupten. Am Ende verloren sie dann doch deutlich mit 3:0. 3:0 auch das Endergebnis bei Nürnberg, jedoch pro Club. Das war gegen den FC Augsburg eine richtig tolle Vorstellung und auch hier hatten sie gegen die Schwaben eine starke Anfangsphase. Ivo Iličević heute in der Startelf aufgeboten, scheitert aber noch an Ron Robert Zieler. Trotzdem weiter die Elf von Schommers besser drauf im ersten Durchgang. Ivo Iličević wieder sehr auffällig und dann Zieler im letzten Moment ist dazwischen. Ganz wichtige Szene. Das hätte sonst wohl das 0:1 sein können. Markreiter jetzt mit dem Ball nach vorne und Fehler von Leibold im Aufbauspiel. Super Ball auf Alexander Esswein und das 1:0. Erste Minute der Nachspielzeit, das erste Saisontor für den Neuzugang. Und damit auch das Halbzeitergebnis. 1:0 für Stuttgart. Sehr, sehr glücklich, weil die Klobberer deutlich die größeren und besseren Möglichkeiten hatte. Aber die Gäste gaben sich noch lange nicht geschlagen und spielten weiter mutig nach vorne. Ishak, ein Schuss wie ein Strich. 56. Minute, der Schwede mit dem verdienten Ausgleich. Aber was für ein Tor. Der passt perfekt. Für Ron-Robert Zieler gilt nichts außer fliegen und hinterher schauen. Wir springen schon in die Schlussviertelstunde. Der VfB würde gerne die Big Points hier mitnehmen, weil Schalke eben auch zuletzt wieder punkten konnte. Marc-Oliver Kempf aber mit dem Kopfball direkt in die Arme von Christian Martinia. Die Partie war noch nicht vorbei und wieder eine Standardsituation. Die Ecken fliegen jetzt den Nürnbergern hier regelrecht um die Ohren. Gonzales, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Markreiter kann es dann klären. Ganz, ganz knifflige Szene. Und immer noch nicht vorbei. Nachspielzeit. Zuber nochmal nach außen. Zu in Zua. Der Ball kommt nicht durch. Nochmal Steven Zuber und der mit dem Schlenzer um Einhaar mit dem Lucky Punch in der allerletzten Sekunde. Aber es sollte für den VfB nicht mehr sein. Das sind wichtige Punkte, die sie hier liegen lassen, aber der 1. FC Nürnberg hat sich durch einen tollen und engagierten Auftritt diesen Punkt verdient, aber auch der wird für die Klobberer zu wenig sein. Die Ausgangslage für diese beiden Teams könnte unentspannter sein, aber trotzdem möchte man sich vernünftig aus der Saison dann schlussendlich verabschieden. Und Hertha legte dann auch gut los. Nach der Klatsche gegen Leipzig stiegen sie hier stark ein. 5. Minute, Valentino Lazaro, sein 3. Saisontor. Der Österreicher wird da schön freigespielt und lässt Rensing aus kurzer Distanz keine Chance. Jetzt aber Lazaro mit dem Fehler im Spiel nach vorne und das wird hier gleich bestraft. Dodi Luke Bakio nach Gelbsperre zurück, macht sein 9. Saisontor. Und der Belgier ist in einer nach wie vor überragenden Verfassung. Hatte jetzt ja 3 Wochen Bundesliga-Pause, Länderspiel. Pause war ja dazwischen, aber jetzt war er wieder voll und ganz dabei und hatte richtig Spaß. Und wurde dann hier wieder bedient und hätte fast den Doppelpack geschnürt. 36. Minute, aber köpft dann doch direkt in die Arme von Jahrstein. Vor der Pause nun nochmal der Berliner Sportclub, der hier gut reingestartet ist durch das Tor von Valentino Lazaro und sich auch gut aus dem ersten Durchgang verabschiedet. Doppelpack des Rechtsaußen
Setzt er dann auch schön ins linke Eck für Rensing. Ist abermals nicht zu halten. Den trifft Lazaro aber auch wirklich fantastisch. Zur Pause ein etwas schmeichelhaftes 2:1, weil Düsseldorf wirklich nicht die schlechtere Mannschaft war, aber sie erzielten einfach das eine Tor weniger. Und nun wurden sie auch im zweiten Durchgang etwas offener und Kalou spielte auf Duda, der dann allen mit dem Ball davonläuft und das 3:1 erzielt. 58. Minute, was für eine Partie. Und genau das ist das, was man sich insgeheim immer erhofft, wenn es für zwei Teams um nicht mehr ganz so viel geht. Dass man dann zumindest viele Tore sieht und einen offenen Schlagabtausch. Den hatten wir jetzt, spätestens als Kevin Stöger in der 61. Minute wieder anschloss. 3:2 nur noch. Super Schuss mit seinem rechten Fuß. Sieht man hier nicht unbedingt, dass das eigentlich sein Schwächerer ist. So gut wie die Offensive war, so anfällig die Defensive. Ayhan musste verletzt pausieren und das sah man dann auch beim vierten Gegentor. Salomon Kalou, 66. Minute, das 4:2 für die Hertha. Tor Nummer 6 an diesem Nachmittag in der Hauptstadt. Aber Düsseldorf steckte noch nicht auf und so kam sie auch nochmal nach vorne. Der schnelle Anschluss am besten wieder, aber Suttner scheitert an Rune Jahrstein. Und anschließend konnten sie sich nicht mehr aufbäumen. Trotzdem eine richtig tolle Partie, auch von Düsseldorf. Sie hatten hier daran teilgenommen, hätten vielleicht auch einen Punkt verdient gehabt, aber am Ende kassierten sie 4 Gegentore und schossen selber nur 2 und somit geht Hertha nach dem 5:0 in Leipzig hier als Sieger vom Platz und dürfte damit die Wunden erstmal geleckt haben. Ärgerlich für den VfL Wolfsburg, zuletzt in der Nachspielzeit 2 Treffer von Paco Alcácer kassiert zu haben und jetzt mussten sie auf Arnold verzichten, der hatte die 5. gelbe Karte gesehen. Gegen Hannover starteten sie aber gut rein und bekamen in der 3. Minute diesen Eckstoß zugesprochen. Da ist Giavogi mit dem Kopfball auf der Linie, klärt erstmal Musli, aber es wird nochmal heiß gemacht. Esser mit der Parade, dann geht er etwas zu weit vor seinen Kasten und Admir Mehmedi köpft das 1:0. 5. Spielminute, Scheibenschießen hier schon zu Beginn. Erst reagiert Esser, klasse. Dann rückt er etwas zu weit raus, muss er gar nicht machen. Und Admir Mehmedi setzt sich gegen Florent Muslia im Kopfballduell durch. Die Elf von Thomas Doll überfordert und fasst das 2:0 in der 20. Minute. Wout Weghorst, der Holländer, versucht es da mal mit dem linken Fuß. Knappe Szene. Weiterhin aber das knappe 1:0. Esser hätte sich vergeblich gestreckt. Vor der Pause dann nochmal von Wolfsburg eine Szene. Gar nicht zu sehen, der Hannoveraner nach vorne. Und Mehmedi mit dem Doppelpack. 3. Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Und das 2:0 für den VfL. War das schon der Knockout? Es schien erstmal so, weil Hannover nach vorne nichts an Torgefahr produzieren konnte. Aber jetzt waren sie eine komplett andere Mannschaft. Weidand, Müller, Doppelpass, ganz einfach und Traumtor. 50. Minute, das 5. Saisontor schon für Nikolai Müller. Und Hannover 96 war plötzlich wieder dran, wie aus dem Nichts. Aber wie gesagt, das war jetzt eine ganz, ganz andere Leistung im zweiten Durchgang. Haraguchi, Bakalor zu Weidand, 2:2. Der VfL Wolfsburg machte es jetzt auch richtig schlecht, aber Kompliment an die Elf von Thomas Doll. Stark gespielt auch und kastiert aus kurzer Distanz, kriegt zwar noch die Finger dran, aber es ist dann zu wenig Reaktionszeit, um den klären zu können. Nun wieder die Wölfe, sie waren hier unter Druck, würden gerne Europa League in der nächsten Saison spielen, aber Michael Esser macht erstmal einen Strich durch die Rechnung, nochmal die Flanke von Roussillon und dann der Ball von Steffen in die Arme von Michael Esser. Die Wölfe wollten es jetzt zur Schlussphase nochmal wissen, über die rechte Seite und da ist Wout Weghorst und macht das 3:2. 83. Spielminute, das 13. Saisontor des Holländers. Esser kommt raus, aber Weghorst bekommt die Fußspitze ran und erzielt den Siegtreffer. Wieder ärgerlich für Hannover, wieder stark zurückgekommen. Am Ende stehen sie mit 0 Punkten da und so steigt man am Ende leider ab.
Das Topspiel am Samstagabend hat diesen Namen absolut verdient. Der Tabellenerste zu Gast beim Tabellenzweiten. Der Blick auf die Tabelle verrät, was hier alles drinsteckt. Die Konstellation ist klar. Bayern bei einem Sieg wieder vor Dortmund. Alles andere würde den Borussen besser gefallen. Es wird ein sicherlich offenes Spiel und hoffentlich vor allem ein spektakuläres und offensives. Wir schauen auf die Aufstellung des FC Bayern München. Lewandowski in der Spitze, das ist klar. Neuer zurück. Rafinha aber noch weiter für Alaba links und Süle für Boateng in der Startelf im Gegensatz zum Freiburg-Spiel. Bürki im Kasten, das ist klar. Diallo muss leider ersetzt werden. Zagadou dafür auf der linken Verteidigungsposition. Toprak rückt in die Mitte rein. Reus nach erfolgreicher Geburt seiner Tochter mit dabei. Vorne in der Spitze Paco Alcácer. Springen wir in die Partie. Die erste Offensivbemühung ging von den Bayern aus. Aber Gnabry verliert den Ball und dann kann es postwendend in die andere Richtung gehen. Reus, Guerrero und Delaney im Zusammenspiel mit Witzel. Reus, das geht ganz schnell. Wolf steckt den Ball durch auf Jadon Sancho. Alleine vor Manuel Neuer und das 1:0 für die Gäste. Die eiskalte Dusche für den FCB. Genau im richtigen Moment startet Jadon Sancho. Das Tor wurde natürlich überprüft, aber es war gleiche Höhe. Auf der anderen Seite wurde es aufgehoben. Aber der FC Bayern München davon nicht lange beeindruckt und sie spielten wieder nach vorne. Wollten den postwendenden Ausgleich auch unter höherem Risiko. Eine Niederlage würde hier sicherlich das vorentscheidende Resultat in der Meisterschaft sein. Aber wenn man hinten so einen Roman Bürki drin hat, der in dieser Saison in überragender Verfassung ist, dann hat man die Möglichkeit hier zu bestehen. Klasse Tat gegen Thiago. Aber weiterhin die Münchner mit der besseren Partie und wieder Thiago. Lewandowski blockt den Weg frei. Der Ball kommt durch. Und der Kopfball geht haarscharf am rechten Knick vorbei. Über eine halbe Stunde gespielt und die Offensivbemühungen von Dortmund aktuell gingen dann gegen 0. Coman mit dem überragenden Ball und wieder Thiago. Alleine er hatte die Möglichkeiten, diese Partie aus eigener Hand zu drehen. Es sollte aber für den Spanier nicht sein. 5 Minuten noch bis zum Pausenpfiff. Torwartabstoß von Roman Bürki. Witzel auf Toprak und der legt sich den Ball hier etwas zu weit vor. Serge Gnabry spitzt dazwischen. Dann ist die Mitte natürlich offen und Robert Lewandowski macht das 1:1. Der Fehler von Toprak eiskalt bestraft. 44. Spielminute. Ungünstiger könnte der Treffer kaum fallen aus Sicht des BVB. Es war aber hochverdient. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Jadon Sancho hatte die Dortmunder früh in Führung gebracht, aber der Druck der Münchner wurde vom Pausenpfiff zu hoch und Toprak mit dem spielentscheidenden Fehler. Rodriguez, James, Rodriguez musste raus zur Pause. Muskuläre Probleme dafür. Renato Sanchez dabei und die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang gehörte hier aber wieder den Schwarz-Gelben. Richtig klasse Tat von Manuel Neuer. Hummels wird getunnelt, Paco Alcácer hält drauf. Der FCB würde hier den Dreier um alles in der Welt nicht hergeben wollen. Aber da muss die hinten aufpassen, dass es sie nicht um die Ohren fliegt und das tat es dann. Rafael Guerrero mit dem 2:1 für die Gäste. Nach der Pause die Gäste klasse aufgelegt und mit dem verdienten Führungstreffer kurz nach dem Wiederanpfiff. Und sie wollten gleich noch einen drauflegen. Thomas Delaney. Thomas Delaney wird nicht vom Ball getrennt. Super Ball auf Jadon Sancho. 61. Minute. Treffer hätte nicht gezählt. Abseits. Fahne ging dann hoch. Manuel Neuer trotzdem mit einer Parade fürs Selbstvertrauen. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr. Jetzt müssten die Bayern mal wieder kommen. Ein 1:2 kann man sich hier definitiv nicht erlauben. Thiago mit dem Abschluss. Axel Witzel dazwischen. Wird am Oberarm getroffen, aber er dreht sich eben weg und dann touchiert der Ball den Ellenbogen. Wir springen schon in die Schlussphase. Die Bayern wollten es nicht wahrhaben und spielten dann nochmal nach vorne. Toprak wieder mit dem Fehler. Unglaublich. Sanchez, Thiago an den Außenpfosten. Was für eine
Möglichkeit in der allerletzten Minute. Die Bayern konnten es nicht ausnutzen und so gewinnt der BVB diese extrem wichtige und vielleicht vorentscheidende Partie um die Meisterschaft. Ein 1:2, was den Bayern extrem wehtut, aber wenn jemand noch zurückkommt am Ende der Saison, dann wohl die Bayern. Die Fuggerstädter wurden mal vom Tabellenletzten aus Nürnberg so richtig vermöbelt. 3:0 kassierten sie dort. Das war wirklich kein schöner und guter Auftritt der Fuggerstädter. Gegen Hoffenheim sollte nun alles besser werden und die erste Möglichkeit hatten sie dann auch. In Person von André Hahn, Baumann aber erstmal dazwischen. Hoffenheim nahm ja Leverkusen auseinander. Nun auch mal dann die Elf von Julian Nagelsmann. Belfodil überragend aktuell in der Verfassung. Nico Schulz nach Gelbsperre wieder dabei und dann Florian Grillitsch mit dem Abschluss gegen Gregor Kobel, Leihspieler von der TSG aus Hoffenheim. Sicherlich für ihn ein ganz besonderes Spiel, aber er steht im Tor des FC Augsburg und hat bislang alles richtig gemacht. Hier hat er etwas Glück in dieser Szene. 24. Minute, da streckt er sich, kommt nicht mehr ran gegen diesen wunderbaren Schuss von Kramaric. Hätte durchaus das Führungstor verdient gehabt. Vor der Pause nun nochmal die Sinsheimer. Bittencourt und Grillitsch im Zusammenspiel. Leonardo Bittencourt. Dann aber etwas zu eigensinnig. Hätte vielleicht nochmal rauslegen können. Er nimmt sich den Abschluss. Das ist dann auch okay. Das wird dann von ihm auch gefordert. Änderte aber dadurch dann nichts am torlosen Spielstand nach 45 Minuten, obwohl die Chancen durchaus in beide Richtungen da gewesen wären. Stunde nun gespielt, Hoffenheim wollte den Führungstreffer auf jeden Fall haben. 7:1 Schüsse, ein ganz klares Zeichen. Die TSG muss hier gewinnen, wenn man wirklich nochmal an Platz 6 glauben sollte oder glauben wollen würde. Jetzt aber dieser Konter. Könnte tödlich sein. Hahn zu zweit mit Cordova. Vogt muss sich in die Mitte orientieren. Und Hahn bleibt eiskalt. 68. Spielminute. Das dritte Saisontor. Hämmer drauf. Wuchtet ihn rein. Keine Chance für Oliver Baumann. 20 Minuten noch auf der Uhr. Hoffenheim wollte gleich antworten. Belfodil wieder über die linke Seite. Bleibt da im Ballbesitz mit etwas Glück. Und da ist Kramaric. Der Kroate setzt den Kopfball auf die Latte. Nun kam Pech dazu. Und das hatte Hoffenheim ja so häufig zu beklagen. Viele Chancen, die größeren Spielanteile, aber keine Siege. Jetzt dieser Fehler bei der Defensive und Bittencourt löst das Ticket zumindest zum Punkt. 10 Minuten vor dem Ende markiert er das 1:1. Das war dann auch der Endstand. Trotzdem extrem unzufriedenstellend für die Sinsheimer. Augsburg kann damit durchaus leben, aber so richtig raus kommt man dadurch von unten auf keinen Fall. Bei Borussia Mönchengladbach ist weiterhin der Wurm drin. 3:1 in Düsseldorf verloren. Da haben sie sicherlich einen ganz, ganz anderen Anspruch. Nach 16 Minuten lagen sie da ja schon zurück. Hier jetzt Werder Bremen zu Gast und sie hatten gleich richtig viel zu tun in der Defensive. Riesenmöglichkeit, Rashica kommt viel zu frei zum Kopfball in die Arme von Jan Sommer. Gladbach strengte sich an, aber so richtig viel wollte nicht gelingen. Wir nehmen dafür sinnbildlich mal 1-2 Situation raus. In der Ballbesitzphase gar nicht so schlecht. Nun kommen wir ins letzte Drittel. Dann diese Flanke von Hermann ins absolute Niemandsland. Klar, der stand auch unter Beobachtung heute in der Startelf für Hazard, der gegen Düsseldorf einen rabenschwarzen Tag erwischte. Aber da waren alle Elf nicht so richtig stark. Jetzt Jonas Hofmann mit diesem Ball ins absolute Niemandsland. Bremen spielte nach vorne aber auch etwas zu wenig. Wollte erstmal die Null halten, wartete ab, wie auch schon beim Auswärtsspiel in Wolfsburg vor einigen Wochen, entfalteten sie ihr Potenzial deutlich zu spät oder wenn überhaupt. Erstmal dann wieder diese Fehler im Spiel nach vorne. Unglaublich, was für Bälle bei Gladbach. Die Unsicherheit scheint man hier bis auf die Tribüne zu spüren.
Halbe Stunde nur noch auf der Uhr. Jetzt endlich mal wieder ein Offensivzeichen. Zumindest ein Offensivversuch der Bremer. Sie warten so ab der 55. Spielminute auf. Theodor Gebrselassie wird jetzt aber erstmal von Elvedi geblockt. Wir schauen uns den anschließenden Eckstoß an. Milot Rashica möchte den von der rechten Seite reintreten. Der wird dann von Hofmann vor die Füße von Davy Klaassen geköpft. 64. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Und natürlich ist es nicht mal irgendwie gut rausgespielt. Eine Standardsituation. Und dann ein Spieler von Gladbach, der das Tor auch noch auflegt. 1:0 also für die Gäste. Die haben aktuell einen Lauf ungeschlagen weiterhin in der Rückrunde. Gladbach wollte es jetzt aber endlich mal wissen. Strobel mit der Flanke, Klaassen köpft ihn raus. Wendt kommt nicht durch gegen Maxi Eggestein. Die Situation bleibt heiß. Hofmann nochmal auf Zakaria. Und der Schweizer hat so eine Qualität, trifft hier den Ball aber suboptimal, sodass es für Pavlenka kein Problem ist. Schlussphase, Gladbach wieder zu unkreativ, leider nach vorne. Und Werder Bremen versuchte es nochmal, Milot Rashica legte zurück, Kruse, Rashica in die Arme von Jan Sommer. Aber es reichte an diesem Sonntagabend zum Dreier für die Bremer, der über die 90 Minuten hinweg gesehen auch so in Ordnung geht. Nach vorne war es von Gladbach einfach zu wenig, um hier was gegen starke Bremer mitzunehmen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.